Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Witcher 2. Unser Ziel ist heute gegen diesen Mönch zu gewinnen. Ich habe schon über eine Stunde gegen ihn gespielt und oft gewonnen, über 10 Mal gegen ihn gewonnen, 10 Mal mehr als er, weißt du? Wir hatten später über 70 Würfelspiele gemacht. Aber er hat mir diesen fucking Preis nicht gegeben, den er hier anbietet. Und ich weiß nicht wieso. Ich habe ihn über 100 Ounce abgeknöpft. So vermag ich das Relikt, das mir anvertraut war, nicht zu entschlüsseln. Ja, bitte. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich. Ja, okay, ich will diesen Preis. Jetzt sage ich adieu. Wir haben uns versündigt. Schade, das hat nicht funktioniert. Ich dachte vielleicht, wenn man... Okay, wir passen jetzt einfach. Und dann vielleicht sagt er, okay, das ist die Lösung. Aber ach. Okay, warte, hat er jetzt einen Sieg bekommen dadurch? Ja, okay, das können wir vergessen. Wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich das Spiel nochmal neu lade. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und diesmal werde ich gewinnen. Ich hab's im Blut. Ich hab's im Blut. Er wird mich nicht bezwingen. Diesmal nicht. Ich hab so oft gegen dich gewonnen, Mank. Und unsere Würfel sind uns hold, oder? Nein, sind sie nicht. Aber ihm auch nicht. Er hat eins. Er hat einen Viererpasch. Sonst also nix. Ich würde sagen, wir behalten diese zwei höchsten Würfel. Und schauen, dass wir davon was bekommen. Und dann haben wir gewonnen. Komm her. Los. Ich glaube, ich habe eine 6 gesehen. Wir haben verloren. Bis gleich. Hey, da sind wir wieder. Und ich habe 2-6 und 2-3. Ist das nicht schön? Er hat 2-6 und 2-4. Aber wir können daraus noch gewinnen. Wir werden hier diese eine Zahl jetzt verändern. Und wir werden gewinnen. Oder? Ja, wir werden sowas von gewinnen. Wir werden richtig schön gewinnen jetzt. Du hast verloren, Mann. Kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Ich habe ein Full House. Ich habe gewonnen beim ersten Mal. Ja, bitte lass das Schlüssels Lösung sein oder so. Bitte. Glück hast du, doch nicht genug. Ach und aber ach. Okay, ich werde jetzt so lange spielen, bis ich gewonnen habe. Bis er sagt, okay. Wir sehen uns also gleich wieder. Ciao. So, mal sehen, ob wir jetzt gewonnen haben. Wir haben mit einem Pasch gewonnen, mit einem Zweierpasch. Glück hast du, doch nicht. Nein, schauen wir nicht. Also es hieß, wir haben uns. Man muss vielleicht mit dem Zweierpasch gewinnen. Aber der Preis wäre nichts Relevantes irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen noch einen Pasch, einen Zweierpasch scheinbar. Oder muss ich mit dem Zweier. Also das wäre ja komisch, mit dem Zweierpasch gewinnen. Das ist jedenfalls eine Würfelzahl zu viel. Ja, komm, wir ändern den und hoffen, dass wir. Dass ich recht habe einfach. Das gibt aber auf. Alles unmöglich, glaube ich, das zu erreichen. Wir lassen das. Das scheint so. Glück hast du, doch nicht. Ja, wir lassen das dann lieber. Wir machen hier weiter mit der Story, oder? So, ich habe mit nur einem Pasch gewonnen. Das sei scheinbar die Lösung und schauen wir mal, ob wir das erreicht haben. Glück hast du, doch nicht genug. Hä? Ach und ab. Nein, gar nichts, also egal. Nur ich probiere es vielleicht noch einmal und dann gehen wir einfach weiter, wirklich. Ernsthaft. Also, okay, ich lasse das mit dem Monk. Das ist mir alles zu suspekt, ja? Ich glaube, wir haben eigentlich schon die Differenzen laut den ganzen Links, die ich jetzt gefolgt habe, gewonnen, aber es passiert nichts, also lassen wir es. So. Und wir gehen jetzt hier Alvin reden. Wir haben uns versündigt. Toll. Vergebung. Das heißt der Alvin. Im ersten Tag gab es einen Alvin, bloß war der wichtig. Na gut, der Trockner. Hast du noch nicht genug, Brüderchen? Kämpfe außerhalb des Turniers. Legen wir die Einsätze fest. Wie sieht's aus? Ja klar, von mir aus. Machen wir mal kurz. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Polier ihm die Fresse. So, aber ich glaube, das ist dann nur noch normale Kämpfe wahrscheinlich. Darum lasse ich es danach. What? Als ob du eine Chance hättest, Mister. Polier ihm die Fresse. So, das ist sie hier. Ja, mir die Fresse polieren, ich glaube nicht. Und weg ist er. Bam. Mit einem einfachen Markknüppel drücke. In die Nieren. Dein Feind möchte ich nicht sein. Danke. Na gut, ist wirklich gar nichts mehr. Hast du noch nicht genug, Brüder? Ich kämpfe außer. Wie sieht's aus? Jetzt nicht, danke. Nein, ich kann nicht mit den ganzen Leuten hier reden, das bringt nichts. Hast du noch nicht kämpft? Wie sieht's? Okay, schade, aber nein, dann nicht. Dann rede ich mit den Leuten hier nicht. Dann nicht mit denen reden. Das ist mit denen. Sehe ich recht? Der Hexer Geralt? Ja. Worum geht's? Mein Cousin aus Wysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze.
Wenn Einar Gausel käme oder Sigurta, das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du? Okay, das ist jetzt interessant. Das gehört auch wir zur Quest. Wir spielen nur zum Spaß hier. Zyndram allerdings hält sich für einen Meister. Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erstmal, was du drauf hast. Natürlich. Spielen wir erstmal mit Bendek. Gut, wir werden jetzt locker gewinnen natürlich. Weil ich bin einfach ein Profi. Und auch gegen den Monk mich gut eingelebt, könnte man sagen. Er hat auch 1, 2, 3, 4, 5. Er hat auch nur eine Straße, ja. Wir haben 1, wir haben. Ach, ich habe es schon verloren. Aber ich akzeptiere das nicht. Wir nehmen jetzt. Wir brauchen aber nur einen Drilling 5. Dann haben wir gewonnen. Und das mache ich jetzt. Wir würfeln jetzt einen Drilling 5. Und gewinnen. Ja, er glaubt, er würde gewinnen, aber er. Da weiß ich, dass ein Drilling 5 war, alles. Okay, wir haben verloren. Das ist natürlich schade. Du hast verloren. Bendek, spielen warte. Wir? Lass es würfeln. Noch habe ich nicht verloren. Wir haben ein bisschen Geld verloren, das macht nichts. Wir hatten mal nur 1000 und dann haben wir durch den Monk 1208 gewonnen. Das ist schon okay. Schauen wir mal, 6611. Wow, bei dem läuft das gerade sehr gut. Okay, wir brauchen nur eine 1 oder eine 3, dann haben wir gewonnen. Scheint mir riskant, aber okay, der scheint sich auch sehr sicher. Und wir haben nichts. Oh Gottchen. Aber er würfelt weg. Und haben trotzdem verloren. Da hat er sogar seinen Würfel weggehauen. Du hast verloren. Ja, danke, danke. Wir haben verloren. Wirklich, wirklich, wirklich. Was willst du mir sagen, dass ich verloren habe? Das stimmt nicht. Ich habe erst verloren, wenn ich es sage. Wir gewinnen einmal gegen ihn. Egal wie oft wir verloren haben, das interessiert dann niemanden mehr. Da, seht ihr mal die Zahlen an. 2 Fünfen, 3 Sechsen, soll er mal gegen... Er hat 4 Dings. Ich hoffe, sein... Das... Nee, oder? Ein Feeling besiegt ein so hohes Full House. Du hast verloren. Das glaubt, wusste ich nicht. Das... Spielen okay, ja, jetzt wissen wir das. Ich habe die Grundlagen besser verstanden als jeder andere jetzt, so. Er hat natürlich das Glück, ein Feeling zu würfeln, während ich die besten, das beste Follows aller Zeiten hatte. Was ist das auch für ein Oberlacker hier? 2 Fünfen, 2 Zweien, ja. Was habe ich gerade mal? 2, 3, 4, 5, 6. Eine Straße, das ist besser. Dann würde ich sagen, wir sind... Was, wieso hat er erhöht? Ich habe gewonnen. Ja, geil, hat er gut gemacht. Das ist aber schön erhöht. Du hast gewonnen. Danke. So, dann haben wir hier ordentlich, ordentlich gewonnen. Dann können wir jetzt gegen Hannes spielen. Gewinnen. Wir? Lass es würfeln. So, Mitspieler hat gesetzt, ja. Ups, da haben wir einen Würfel verloren. Ja, gut, wie sieht's aus? Wir haben zwei, wir sind zwei Pärchen immerhin. Er hat 1, 2, 3, 4, 6 nur, okay. Wir können den nicht neu würfeln, oder? Dann lassen wir das so. Weil ich krieg den ja nicht neu gewürfelt, ja. Muss aber besser würfeln, als gerade eben. Wir haben verloren, das gibt's nicht. Ich hab einen Würfel verloren. Ja, und ich habe ihn nicht wiederbekommen, was soll das denn? Spielen wir? Ja, komm. Ich gebe nichts einfach auf, ja. Wir machen eine Würfel-Poker-Würfel-Folge. Das ist doch cool. Wann hatten wir das mal zuletzt? In Witcher 1 mal. Und jetzt machen wir es hier wieder. Das ist Tradition. So, 2 Einsen hat er, sonst nix. Okay, was haben wir? 2 Fünfen und auch sonst nix. Dann schauen wir mal, dass wir noch 5 oder 4 bekommen. Da, die erhöhen immer, das finde ich gut. Auch wenn wir gerade auf 2 Dreien bekommen, das ist richtig. Und haben damit gewonnen. Du hattest Glück. Ich will Revanche. Polier ihm die Fresse! Ah, blablabla. Können wir jetzt gegen ihn spielen? Was? Würfeln wir? Was ist? Spielen wir? Ja, natürlich. Zyndram, du hältst dich für einen Profi? Ich zeige dir, was ein echter Profi ist. Hier, so würfelt man. Hast du es geglaubt, dass du hier gewinnen kannst? Mit deinen 2 4 und 2 6 hätte ich hier... okay, ja, doch. Wir schaffen das noch.
Wir setzen aber nicht hoch. Also nicht so hoch wie er jetzt. Oh, wir haben 2 gewürfelt. Ich glaube, das war sogar perfekt. Wir haben trotzdem verloren, weil er auch eine perfekte 2 gewürfelt hat. Warte mal, wir haben die falsche, wir haben eine 4 gewürfelt nur. Wieso sehe ich. Ah, das sieht man auch voll schlecht, finde ich. Du hast verloren. Ich will Revanche. Ja. Was? Hannes habe ich sie nicht würfeln. Gegeben, aber. Wir bekommen die natürlich hier. Hannes war mir egal. Wir wollen nur gegen die Besten gewinnen hier. Auch gegen Hannes haben wir mal verloren und dann. Oh, oh das war knapp. Wir haben jetzt dafür eine. Ein Triple. Ein Triple Dreier. Das ist gut, das hat er nicht. Dafür hat er 2 Sechsen und 2 Dreien. Okay, wir würfeln die 2 mal um. Vielleicht kriegen wir noch einen Vierling. Oder einen anderen Pasch. Ja, ist okay. Schade, dass ich die auch erhöhen kann. Schade, wir haben nur einen Drilling. Und haben trotzdem gewonnen. So läuft's, oder? Du hast gewonnen. Willst du Revanche? Nein. Versuch's mal gegen Einar Gausel aus dem Handwerkerviertel. Gewinnst du gegen den, mischt sich vielleicht sogar Segota mit dir. Danke. Puh, wir haben das also geschafft, ja. Hat nur 10 Minuten gekostet von dem Zeitraum, den ich hier spielen wollte. Gerade noch gefehlt. Wir speichern das aber mal. Weil wir wissen, dass hier öfters mal was passiert. Vielleicht hat er ja was Schönes. So alten Käse zum Beispiel. Warum soll ich Gerümpel kaufen? Egal, lassen wir das. Da sind wir wieder und ich rede jetzt nicht nochmal mit ihm, denn das hat gerade zu einem Absturz geführt. Dieses Spiel ist sowas von kaputt. Ah, kein Wunder, dass es überhaupt so gute Bewertungen bekommen hat. Bei mir geht es dauernd, stürzt es ab. Was sehen meine alten Augen? Nichts. Oh, hallo. Da, nein, nein, danke. Noch jemand Bier? Platz. Wir möchten nichts von dir. Made? Tänzchen gefällig? Missgeburt. Nee. Missgeburt. Oh, ja. Okay, das ist nicht sehr freundlich. Eigentlich würde ich ihn dafür am liebsten verkloppen. Aber das geht ja hier scheinbar nicht. Okay, ich glaube, wir haben unten alles gesehen. Ich glaube, wir können hier auch noch... Hey, ich wollte da gar nicht so tief rein. Komm, hier rein wollten wir. Weißt du, wie sein Hexer mit einer Striege treibt? Schon wieder du? Was? Nein, erzähl. Er leert ein Fläschchen vom... Gibt's auch ein Bordell? Das war zu erwarten. Wir gehen mal hier schnell vorbei. Klauen uns aber ein bisschen noch mit bei. Und öffnen hier. Und wo geht's hier lang? Zu einem einfachen Lagerraum. Mit Zeugs, natürlich. Ja, nehmen wir alles mit. Komm hier, wollen wir alles haben. Alles unseres, egal was es ist. Wir nehmen es mit. Weil ich will ja auch Zeugs bauen machen, also lassen zum Beispiel. So war das alles, ja. Wollen wir uns mal ein bisschen im Bordell umgucken. Schauen wir uns erstmal hier um. Komm, mach deine Hexerkräfte. Hier ist nichts, oder? Nee, nee. Gut, dann gehen wir hier weiter raus. Ja, komm. Und schauen wir mal, was wir hier also machen können. Wer war denn dieser Was kann man hier wohl machen? Hey! Hab gar nicht gedrückt, dass ich hier raus wollte. Mann, die Tür war noch offen. Nein, den habe ich heute gewählt. So, ich habe doch gesehen, dass wir hier alles... Komm nochmal drücken. Ich finde es zwar dumm, dass man das hier jetzt immer drücken muss, aber wenn es nicht anders geht... Ist auch noch eine Tür da. Da ist auch noch Wie was drin. Öde. Ja, ja, ihr seid schön und so, bla bla bla. Was gibt's hier? Das ist auch, was ist das hier? Der Hinterraum, ja? Da kann man auch nochmal einiges an Zeugs mitnehmen. Hier ist ein Spiegel. Spiegel können besondere Bedeutung haben in The Witcher. Dadurch kann man zum Beispiel kommunizieren. Hat's schon gegeben. Gavena, hallo. Dich. Womit kann ich dienen, junger Mann? Genau. Was hältst du vom Kommandanten? Loredo ist ein großartiger Mensch. Er kümmert sich um uns. Die Sehr Steuern gut. sind nicht zu hoch. Wir sind alle zufrieden mit ihm als Faktoreivorsteher. Uns geht's bestens. Was redest du da für Quatsch, Frau? Die Siedlung ist ruiniert. Loredo bestiehlt euch und lässt euch terrorisieren. Schluss damit, Hexer! Auf den Kommandanten lasse ich nichts kommen. Ein Heiliger ist das und basta. So sehr fürchtest du ihn? Verschwinde, du Aufwiegler. Was hältst du vom Loredo ist ein... Die Steuern...
Okay, dann. Ausgezeichnet. Welch vorbildliche Bürgerin. Ich werde den Kommandanten informieren. Ach, wozu denn? Ich bin eine bescheidene Frau und weiß, was gut für mich ist. Loredo hat hier das Sagen und das ist richtig so. Aha, okay. Die hat schon mal Angst. Okay. Die Leute haben Angst vor Loredo. Das ist gut zu wissen. Können wir mit den anderen Prostituierten auch reden? Weißt du, wie so ein Hexer mit einer Striege treibt? Nein, erzähl. Ja, erzähl mal bitte. Er leert ein Fläschchen, fummelt rum, schläft ein wie tot. Und sie steht in der Früh als Jungfrau auf. Wow, was für ein lustiger Witz. Kleine Nummer? Für eins gerne. Wie öde. Bestechung ist Lungen, schade. Wie wär's mit ein bisschen Ablenkung, Weißhaupt? Irgendwie gefallen die mir hier nicht. Mir ist so langweilig. Also nein, danke. Wer war denn dieser Volltest? Muss schon gut aussehen. Der, den wir immer Papa nennen müssen? Nein, den habe ich heute gesehen. Dann weiß ich's auch nicht. Sieht die denn gut aus? Nee, ich finde, die sehen alle irgendwie hässlich aus. Sei gegrüßt. Yannick. Ja. Schon wieder du? Schön, dich zu sehen. Ja, schon wieder ich. Erst das Geld. Nein, danke. Nein, ich will mit denen keinen Sex haben. Junge. Guten Tag. Mit der vielleicht. Die sieht wenigstens irgendwie anständig aus. Aber weißt du, wie so ein Hexer mit einer Striege treibt? Schon wieder diese dummen Tussen. Lobe die Göttin. Ihr lehrten Fläschchen. Wirklich? Sei gegrüßt. Schläft ein wie tot. Und sie steht als Jungfrau auf. Erst das Geld. Nein, nein, danke. Na klar, Süßer. Wo werde ich denn immerhin teleportiert? Ist das Bockner? Na du? Na gut, Wirklich? Lobe die Göttin. Ja, lobe die Göttin. Okay, wir werden hier mit keiner Geschlechtsverkehr haben. Aber gehört, die Vertreibslose alle haben alle Krankheiten. Das wollen wir nicht. Wir wollen doch nicht krank werden. Das Hexe, ach so, geht ja gar nicht. Und hier mal richtig aufräumen es lassen. Ging ein Mägdelein tief in den Wald hinein. Ich glaub, du hast zu viel getrunken, Kumpel. Sei gegrüßt. Okay. Der hat eindeutig ein bisschen zu viel hier. Hier sind ein schönes rotes Bett und so. Ja, wir sind bestimmt bald wieder voll überladen. Ja, weil ich weiß, ob wir das ganze Zeugs überhaupt brauchen. Ehrlich gesagt. Na gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Es ging. Auf jeden Fall flutsam einiges. War ich hier schon drin? Los, renn damit. Glaube nicht. Aber man hat hier wirklich viel, was man mitnehmen kann. Weiß nicht, ob das alles gut ist, was man hier mitnimmt, aber. Naja, why not? Sing nicht so viel, bla bla blub, du Mann. Da können wir bestimmt auch Holz mitnehmen, ne? Können wir nicht. Polier ihm die Fresse! Ach, ich würde den Hexer anheuern und hier mal richtig aufräumen lassen. Mach doch. Wer war denn dieser Volltest, den das wir ermordet haben? Das war zu erwarten. Wer war denn dieser Volltest, den wir... Gab's hier nicht noch eine Tür? Nein, den habe ich nicht. Nicht dachte. Na gut, dann nicht. Weiß ich's auch nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Sollen wir es doch mal mit einer Prostituierten treiben? Aber die verlangen so viel Geld. Komm, für 50 Euro, sag ich mal, probieren sie mal alle aus jeweils. Das kostet zwar einiges an Geld, aber wir haben kleine ja kleine Nummer? Sicher, warum nicht? Das ist mir dann egal. Für 50, aber nicht mehr würde ich zahlen. Weißt okay, du, die wollen mehr. Mit einer Striege treibt? Mehr sind sie mir aber ehrlich gesagt nein, nicht wert. Ich bitte euch. Ach, ich würde den Hexer anheuern, für das ausnehmen, was sie mir bieten? Nee. Sorry. Ach, hat doch alles keinen Sinn. Alles keinen Sinn, genau, das recht. So, geht's hier nicht noch eine Etage höher? Glaube nicht. War das hier jetzt schon alles, was ich sehen konnte? Was ist hier drinnen zum Beispiel? Oder draußen? Ach so, hier geht's woanders hin. Jetzt bin ich auf dem Markt. Sei gegrüßt. Bist ein Klugscheißer, was? Stink. Hab nicht mal was gesagt. Bin ich von hier reingekommen? Damals, oder? Es gibt auf jeden Fall zwei Ausgänge hier. So sieht das für mich aus. So, hier nämlich. Ich glaube, ich bin gerade eben von hier reingegangen, oder? Ja, von hier bin ich reingegangen, genau. Wird es langsam abends? Sieht so aus. Untersuchen.
Nee, hier ist nichts. Wo kann ich denn bitte was untersuchen? Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Geralt. Komm noch mal hier. Einmal, ich will doch nur... Okay, danke. Kann sich die Tür auch mal wieder schließen? Wir untersuchen was. Gesucht oder lebendig? Ach Gott, das hier. Das also nur, ja. Wo geht's hier lang? Hallo. Kann man hier öffnen? Tatsache. Wo geht's her? Eine kleine Hütte? Nee. Wohin gehst du? Weiß ich noch nicht. Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Ja. Ach was, du hast dich geirrt. Ich kenne dich zu gut. Sheila ist eine der mächtigsten Zauberinnen. Kein Grund, sich vor ihr zu fürchten. Oder? Ich weiß, dass man ihr nicht trauen kann. Sie manipuliert so gern und ist sehr verschlagen. Was konkret lässt dich darauf schließen? Sie weiß genau, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und dann tut sie, als wüsste sie es nicht. Und warum? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was sie im Schilde führt. Mal sehen, ob ich es herausfinde. Oh, was ja. hast du vor? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. Na gut, dann haben wir jetzt ein neues Ziel. Wir gehen da aber nicht direkt hin, sondern beenden jetzt die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich über Däumchen freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr die ganzen Shit nicht verpassen wollt, wie The Witcher 2, vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.